Jetzt ist er da, der Corolla TS, der ganz, ganz neue, der neue Corolla TS, der New Corolla TS wird er genannt. Es ist ein Kombi und er ist wunderschön geworden. Wir haben zwei Autos im Moment da, die wir heute mal zeigen, nämlich diesen hier. Genau. Und wir haben draußen einen voll ausgestatteten Corolla TS, auch den werden wir uns mal anschauen. Hier ist Peter Demmerle, grüß dich Peter. Hallo Sven, grüß dich, herzlich willkommen. Der neue Corolla, ja, ein richtig großer Wurf. Ihr habt schon ein paar verkauft jetzt? Ja, die ersten sind schon verkauft worden. Warst du letzte Woche da, wie der Fünftürer abgeladen worden ist. Und jetzt haben wir zwischenzeitlich auch den TS bekommen, also den Kombi. Ja, der Kombi ist von der Form her richtig toll. Wir haben auch hier einen Hybrid. Hybrid läuft sehr, sehr gut. Wenn ich so sehe, Elektroautos werden im Moment angeboten. Und da fragt man sich natürlich immer, macht das Sinn auch für Privatkunden? Das ist so die große Frage, die sich im Moment alle stellen, weil Elektroautos ja doch recht teuer sind. Die Reichweite ist noch eingeschränkt. Mit dem Hybrid habe ich Verbrauchswerte, die sind so phänomenal, dass man, ich sag mal, mit einem Tank von 50 Litern, du wirst mir gleich mal sagen, wie viel hier reingeht, ja, sagenhafte fast 1000 Kilometer weit kommt. Ja, es ist in der Tat so, dass der Hybridantrieb sehr günstige Kraftstoffverbräuche realisiert. Und wie gesagt, wir haben halt eben hier auch keine Lieferzeitproblematiken. Die Autos sind halt eben relativ kurzfristig verfügbar und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her natürlich auch wesentlich günstiger wie ein reines Elektrofahrzeug. Ja, das Starke dabei ist, ich muss ihn nicht an Strom anstecken, sondern er verwertet die Energie, die normalerweise in Wärme umgewandelt wird, in Strom. Die sogenannte Rekuperation, das heißt beim Bremsen im Schiebebetrieb wird Energie zurückgewonnen über die Elektromotor-Generatoreinheit und wird halt eben in einem Hochvolt-Akku zwischengespeichert und wird dann wieder im Vortrieb genutzt, um das Auto anzutreiben bzw. um den Verbrennungsmotor zu entlasten. Das ist die Technik, die dahinter steckt. Und es ist bei Toyota nichts Neues. Wir haben es seit über 20 Jahren. Es ist mittlerweile die vierte Generation an Hybridantrieben, die wir hier anbieten. Und die Sache ist so ausgereift und perfektioniert, dass es im Alltagsbetrieb absolut reibungslos funktioniert. Ja, bei euch bei Toyota, bis auf den allerersten, wie hieß der nochmal? Der Prius. Der Prius, der war ja schon außergewöhnlich vom Design her. Lief ja in New York, glaube ich, laufen die sogar als Taxis und so weiter, weil sie eben so sparsam sind, so wenig CO2-Ausstoß haben. Wir gucken uns das Ganze mal kurz an, denn das Besondere bei dem Auto hier, ich zeige es mal gerade, ist die CO2-Effizienz A+. Und das ist kein Fake, der hat A+. Der hat A+, genau. Das ist die nach der aktuellen Abgasnorm ermittelte Effizienzklasse. Und 3,6 Liter kombiniert. Ist es realistisch, Peter? Das ist realistisch und auch möglich. Es kommt natürlich auch immer auf den individuellen Fahrstil an. Aber 3,6 Liter, normal sagt man, ja gut, dann sind da so Reifen, die verwendet werden, eher so Trennscheiben und die Außenspiegel sind abmontiert und so, damit man die 3 Liter erreicht. Das ist Käse, das geht hier. Man hat innen drin, das werden wir gleich mal ein bisschen zeigen, einige Helferlein, die einem zum Sparen animieren. Man hat nämlich so ein kleines Mäusekino mit drin, wo man die Effizienz des Fahrens sieht. Genau, es gibt so einen Energiemonitor, wo man halt eben auch sehen kann, wie das Hybridsystem im Moment arbeitet, wo der Kraftfluss herkommt, wie das Ganze halt eben im Detail funktioniert. Ja, aber Lampen. Ich will was nachher mal bei der Probefahrt kurz zeigen. Tolle Lampen hat er eingebaut? Das sind LED-Scheinwerfer, die sind beim neuen Corolla serienmäßig, haben wir bei allen Varianten mit drin. Ja, LED ist deswegen so wichtig. Ist natürlich auch hier die Energieeffizienz besonders hoch. LED verbraucht viel weniger Strom als andere Systeme. Genau. Das ist von der Lebensdauer her besser und hat eben die Lichtausbeute ist besser wie beim klassischen Halogenscheinwerfer. Auch hier ist es so, das war mal vor Jahren, wurde diskutiert, geht LED im Straßenverkehr als Hauptlicht überhaupt? Ist das zulassungsfähig? Heute im Jahr 2019 lacht man darüber, alles ist auf der LED. Es ist mittlerweile der Trend, also die Entwicklung geht hin zu LED-Scheinwerfern in verschiedensten Ausprägungen. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Aber grundsätzlich ist hier bei jedem Modell LED schon mit drin. Ja, blau. Also wenn man darauf achtet, das Toyota-Logo in blau bedeutet? Das ist immer der Hinweis auf die Hybridtechnik, weil es gibt natürlich auch noch einen konventionellen Antrieb für das Auto in Form von einem normalen Ottomotor. Und bei den Hybriden haben wir halt eben hier dieses blau illuminierte Logo. Also hier dieses große Fahrzeug, was für eine ganze Familie da ist, mit 3,6 Litern zu bewegen, ist kein Problem, denn man hat viele Helferlein und beim Starten, wo besonders viel Energie verbraucht wird, da kommt der Elektromotor ganz oft zum Zug. Ja, genau. Die Start- und Anfahrphase wird halt eben
vom Elektromotor übernommen. Das heißt, da läuft der Verbrenner eigentlich schon gar nicht mehr mit. Generell wird er auch, der Verbrennungsmotor auch abgeschaltet, immer wenn das Auto steht. Und wir brauchen halt eben zum Wiederstarten nicht das, die 12-Volt-Batterie und einen Anlasser, sondern wir machen das über den Elektromotor. Er hat ganz viele Extras schon eingebaut, da gehen wir gleich mal drauf an. Wir haben zwei Varianten hier mal da, diesen wunderschönen, der hat jetzt so auch hinten so eine Privacy, also ich sag mal so eine Verglasung, kann man schlecht reingucken, auch für Kinder gut, die werden nicht so geblendet. Ja, es heizt sich auch weniger auf, man hat einen gewissen UV-Schutz. Wenn man im Auto drin sitzt und rausguckt, ist es ungefähr so, als wenn man durch eine leicht getönte Sonnenbrille guckt. Ja, wir schauen uns mal den Wagen mal an, der vor der Tür steht, dass wir das mal sehen. Der hier hat jetzt wie viel PS? Das ist der in Anführungszeichen kleinere Hybridantrieb mit einem 1,8 Liter Verbrennungsmotor, kombiniert hat eben mit der Elektroeinheit. Der hat eine Systemleistung von 122 PS. Und der, den wir uns jetzt anschauen, das ist der allerneueste Hybrid mit 2 Liter Verbrennungsmotor und 180 PS Leistung. 180 PS Leistung. Das bedeutet aber auch durch die Elektromotoren ein unglaublich starkes Drehmoment. Das heißt, der geht flott zur Sache? Ja, ist vor allen Dingen, wie gesagt, im Anfahren super flott. Das geht, wenn man das will. Ich kann auch durchtreten. Natürlich, dann klar. Können wir gleich mal gucken. So, wir haben mal einen vorbereitet, der steht draußen. Der ist in einer ganz interessanten Farbe. Das werden wir gleich mal begutachten. Ja, ich war selbst ein bisschen irritiert, wie er hier angeliefert worden ist. Ich dachte zuerst, es wäre schwarz. Aber die Farbe nennt sich... Jetzt muss der Peter Dämmerle sogar selber mal gucken. Phantombraun. Ja. Mach mal bitte. Phantombraun. Phantombraun. Also ich hoffe, die Kamera kann es ein bisschen einfangen. Ich dachte zuerst, es wäre die rote Reflexion durch das Auto, was hier daneben steht. Ja. Nee, ist es nicht, sondern es changiert fast. Also hier sieht man es sehr schön, jetzt wo die Sonne drauf fällt, dass es doch ein Braunton ist. Hm. Aber er sieht im Dunkeln, also wenn es ein bisschen grau wäre, direkt schwarz. Und wenn man reinkommt, ist es braun. Also es ist eigentlich eine witzige Farbe, muss man sagen, aber doch ganz edel, weil braun ist ja voll im Trend. Absolut, wie gesagt, und es wechselt halt eben je nach Lichteinfall. Es ist sehr interessant. So, der ist knatschneu, muss man sagen. Man kann im Moment, ist ja Frühling, gar nicht so oft die Scheiben sauber machen, wie er dann wieder zustaubt. Aber der ist niegelnagelneu, der hat ein bisschen mehr, oder? Ja, es ist, wie gesagt, die Lounge-Ausstattung, es ist die höchste Ausstattungslinie. Und dementsprechend auch mit dem größten Ausstattungsumfang ist also eigentlich alles drin, was geht. Peter, jetzt sieht man es ganz gut in der Sonne, ja. Also mit den Reflexionen. Die Spiegelanklappe hat er innen auch? Das hat er innen auch, genau. Das läuft über die Zentralverriegelung. Mach mal. Ja. Das ist die Zentralverriegelung. Ist das auch so, dass ich den Schlüssel brauche? Muss ich ihn irgendwo reinstecken drin oder kann ich ihn einfach in der Hosentasche lassen? So, den kann ich in der Hosentasche lassen. Es ist ein Smart-Key-System, das heißt, wenn ich im gewissen Umkreis ums Auto rum bin, wird der Schlüssel vom Auto erkannt und ich kann das Auto dann halt eben öffnen, ohne dass ich nochmal die Fernbedienung hier separat betätige. Geht direkt am Türgriff und gestartet wird das Auto halt eben auch per Start-Stopp-Knopf, also ohne Schlüssel. Habt ihr schon mal einen Diebstahl gehabt, weil jemand mit einem Funkempfänger daneben stand und das entwendet habt? Habt ihr das jemals davon gehört? Ich glaube, da sind die Premium-Marken eher von betroffen. Bei den normalen. So gemein. Du willst jetzt sagen, wer klaut schon einen Corolla-Hybrid? Aber. Das kann ich so jetzt nicht sagen, aber es ist wirklich so, dass. Ich glaube, die Diebstähle sind halt eben wirklich in den höheren Fahrzeugsegmenten. Hm. So, wir steigen mal ein. Also, das ist, kann man schon sagen, ziemlich voll. Das ist, ja, das ist so die volle Hütte. Die volle Hütte, so. Ich bitte auch einen Verweis, vielleicht Motor und Co. Guckt euch das andere Video an. Wir haben noch ein Video gedreht über den anderen Hybrid, über die normale Limousine. Da könnt ihr nochmal Motor und so schauen. Wir fahren mal so ein bisschen. Vielleicht mal gerade, Peter, wenn du so lieb bist, hinten mal aufmachst, dass wir den Kofferraum nochmal gucken. Denn der ist ein bisschen länger wie der andere. Oder ist er genauso lang? Also von der Länge her ist er genauso lang wie der andere Kombi. Und dementsprechend. Nee, ich meine, das ist wie die normale Limousine, ist ein bisschen länger. Das ist klar, das geht zugunsten. Ach, der hat hier elektrisches Auf und Zu? Das ist in der Lounge-Ausstattung Bestandteil der Serienausstattung. Das heißt, ich drücke hier oben drauf, da geht es zu. Richtig. Wenn du es mal machst, mach mal. Oh Gott. Das ist schön. Übrigens, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, hier sieht man uns auch die Rückfahrkamera, die mit drin ist. Können wir uns gleich nochmal angucken. Denn hin. Zieht sich automatisch zu. Mach nochmal auf, bitte. Mal gucken, wie schnell das geht. Das geht auch mit der Fernbedienung. So, jetzt mach mal auf. Was mir auffällt direkt, hier ist ein fetter Griff. Und auch, guck mal hier, ganz eben. Ja, das ist ein ganz ebener Laderaum. Wir haben hier noch so einen Schutz, dass dem beim Ein- und Ausladen nichts verschrammt wird. Und hier kann man halt eben noch mal ein Zugfach öffnen. Genau. Hallo, da.
ich hätte fast gesagt, da kann man noch was drin verstecken, was es da ist. Aber hier kann ich Sachen machen, die nicht rumfliegen sollen, genau. Oder egal was reinlegen, einen kleinen Einkauf sogar. Da kann man auch einen kleinen Einkauf reinlegen. Wir haben hier auch die Hebel zum Umlegen der Rücksitzlehnen, wenn man den Laderaum irgendwo eine Fernbedienung genau quasi erweitern muss. Und es geht halt eben auch topfeben. Das heißt, wir haben eine ebene Durchlade bis hinter die Vordersitze. Da ist er, der höchst ausgestattete Kombi, den es gibt im Moment. Der Toyota Corolla Hybrid, Baujahr 2019. So sieht es denn innen aus. Sogar abgesteppte Nähte, Hochglanzlack beim den Türeingriffen. Wir steigen am besten mal ein. Im Moment ist ziemlich viel Sonne. Man kann es teilweise nicht so richtig gut erkennen. Und warte, ich mache den Sitz mal ganz zurück. Mal gucken, ob der manuell ist. Ja. So. Und einmal anschnallen, Peter. Auch das muss man hier machen. Richtig. Bleibt mir nichts anderes übrig. Da sind wir. So, ich bin bereit. Also Riesendisplay. Riesendisplay, genau. Multimedia-System von JBL mit tollem Soundsystem drin. Und da hatten wir auch hier eben schon mal draußen geguckt. Die Kamera hatten wir schon gesehen. Und hier ist halt eben so, beim Einlegen des Rückwärtsgangs erkennt man hier halt eben den Bereich hinterm Fahrzeug. Bei dem Auto hier gibt es noch eine Neuerung bezüglich der Einparkhilfe. Das ist eigentlich ganz clever gemacht. Ich zeige es mal ganz kurz. Da fahren wir ein Stück vor. Ja. Es ist halt eben so, wenn man rückwärts fährt, man erkennt hier einmal auf dem Bildschirm, dass es hinten eng wird, dann kommt noch die akustische Warnung dazu. Und wenn ich beim Rückwärtsfahren Du würdest sagen, er stoppt automatisch. Stoppt automatisch. Echt? Ja. Warte mal, cool, wenn du es gerade nochmal machst, nämlich im Display wird nämlich der Radar angezeigt. Genau, hier kann man genau erkennen, wo das Hindernis ist, in welchem Bereich. Ah, Break! Zack. Das gibt's doch nicht! Ich bin letztes Mal mit meinem T6 bin ich rückwärts gegen die Mauer gefahren, ja, weil ich durch die Einfahrt, durch die ich 100.000 Mal gefahren bin, einmal habe ich es so verpasst, ja, und direkt 5.000 Euro Schaden. Also er bremst selbsttätig, wenn es eng wird, wenn man halt eben jetzt diese akustische und optische Warnung ignoriert. Also wenn man auf der Kamera sieht, da wird es zwar eng, die Piepser sind schon am Anschlag, man fährt trotzdem weiter, dann kommt plötzlich dieser Break. Hinweis Break und dann greift er selbsttätig in die Bremse ein und bringt das Auto zum Stehen. Das ist stark, weil das ist mir selbst schon passiert. Also ich glaube, es ist fast jedem schon passiert irgendwie, irgendwann. So, dann habe ich hier auch, da ist aber nicht das Display drin vom RAV4, oder? Nein, nee. Ist hier nicht mehr drin. Aber es ist selbsttönend, nehme ich an. Selbst abblendend. Ja. Genau. Stark. Also JBL habe ich mit drin, da habe ich so riesen Lautsprecher. Ich zeige das mal gerade hier unten. Ah, jetzt kriegst du nicht ins Bild rein. Doch, da sind sie. Also die machen richtig Wumms. Also was man halt von JBL, die Hochtöne habe ich schon gezeigt. Das sind Hochtöner, genau. Ja, die sind da. Dann aber auch die Optik hier mit den abgesteppten Nähten hier. Das ist schon ein großes Kino. Auch die Mittelkonsole. Gut, wir sind hier in keinem billigen Auto. Also das hier ist schon eine hochwertige Ausstattung in der Klasse, oder? Ja, absolut. Das ist eine vollständige Ausstattung. Du siehst, wir haben hier auch das Panoramadach drin. Und das Schöne ist hierbei auch, es lässt sich eben... Moment, ich muss gerade gucken. So, es lässt sich auch öffnen. Das heißt, es ist nicht nur ein Dach, wo Licht reinkommt, sondern man kann wirklich das Dach auch öffnen. Und hat dann eben dann diesen Frischlufteffekt noch zusätzlich. Ja, ich muss dazu sagen, wir hatten normalerweise den Kollegen mit dabei, der gerade innen Autos verkauft. Ja, du warst eben ein bisschen sauer, weil er hatte keine Zeit für den Drehtermin, den wir gemacht haben. Aber euch rennen die Leute die Bude ein bei Toyota im Moment. Die neuen Hybridmodelle, gerade der Corolla, der zieht die Leute auf den Plan, ne? Ja, richtig. Wir haben sehr hohen Zuspruch, was die Hybridmodelle angeht. Es geht nicht nur um den Corolla, es geht auch um die anderen Modelle. Wir haben den CRR mit Hybridantrieb, es gibt den Yaris mit Hybrid und generell ist im Moment die Nachfrage recht hoch. Ja gut, aber hier diese Fahrzeugklasse, nicht zu klein, nicht zu groß. Richtig. Das kommt gut an. Genau. Ja, dann fahren wir los. Wir fahren jetzt elektrisch. Ja, es ist halt eben so, wir können jetzt hier an dem Energiemonitor erkennen. Wir schalten mal auf groß. Hochvoltbatterie, Elektromotor und der Verbrennungsmotor. Hier sieht man halt eben jetzt, wie der Kraftfluss ist. Das Anfahren machen wir jetzt rein elektrisch. Das wird jetzt praktisch aus dem Strom, der in der Hochvoltbatterie zwischengespeichert ist, bewerkstelligt. Und dementsprechend hörst du auch kein Motorgeräusch. Gut, jetzt ist das Auto eh sehr leise und
was noch mit hinzukommt, das Schiebedach ist offen. Wenn du es nochmal zumachst gerade, dann haben wir so mal so richtig die Soundkulisse. Auto ist wirklich sehr leise. So, wie gesagt, der Antrieb ist jetzt kombiniert und du siehst, der schaltet ständig hin und her. Kriegst du gar nicht mit. Das kriegst du nicht mit. Du kannst eigentlich nur sehen, wenn du so einen Bildschirm hier hast und das Ganze beobachten kannst. Und hier vorne hat der Fahrer halt eben dieses EV-Symbol. Wenn das an ist, wenn das leuchtet, ist gerade ausgegangen, sind wir im rein elektrischen Fahrmodus. Wenn es ausgeschaltet ist, läuft der Verbrennungsmotor mit. Und das ist halt eben ein ständig wechselndes Zusammenspiel. Also ich brauche mich da aber, wenn ich will, gar nicht drum zu kümmern. Nein, du kannst dich aufs Fahren konzentrieren und überlässt alles andere dem Auto. Da ist der Power-Button. Auch hier habe ich Multifunktionslenkrad. Das Ganze ist sehr, sehr schön versteckt. Ganz zum Reinigen, da werden die Frauen jetzt lachen, aber man kann einfach drüber putzen. Es ist ganz eben, es sind keine Ecken, keine Kanten, die irgendwo überstehen. Es ist bündig eingefasst, es ist halt eben sehr hochwertig. Was auch toll ist, ist überhaupt das Cockpit. Das heißt, ich habe die wesentlichen Funktionselemente, wie zum Beispiel das ganze Klima und so weiter, das habe ich wie gehabt mit einzelnen Tasten. Wo sind keine Untermenü? Nein, also man kann es intuitiv bedienen. Man muss jetzt nicht studiert haben, für irgendwo in irgendwelchen Menüs hin und her zu blättern, um irgendeine Funktion zu finden. Das ist eigentlich selbsterklärend. Der hat eine elektrische Parkbremse? Ja, der hat eine elektrische Parkbremse. Aktiviert sich selbsttätig beim Abstellen des Fahrzeugs, sobald ich in die P-Stellung gehe. Und sobald ich losfahren will, gehe aus der P-Stellung auf D, wird es auch wieder von alleine gelöst. Ja, Thema Drive Mode. Also man kann, wenn man will, sehr sportlich fahren. Hier vorne gibt es eine kleine Taste. Drive Mode, die ist aber wahrscheinlich auch am Lenkrad irgendwo. Oder nicht? Eher nicht. Also die Drive Mode Taste ist tatsächlich die hier. Und hiermit kann ich es halt eben umschalten. Man sieht es halt eben hier oben dann im Zentraldisplay. Ich darf ja mal daneben liegen ab und zu. In welchem Bereich wir sind. Ne? Also rot ist sportlich? Richtig, genau. Normal, Komfort oder Eco. Also gibt es verschiedene Modi, die man anwählen kann. Ne? So, jetzt gucke ich hier mal drauf. Wenn du mal bitte auf die Fahrtinformationen hier gehst, auf dem Display, dass man mal ein bisschen sieht, was man hier sieht. Denn das Spannende ist, ich kann sogar die Historie gucken. Guck dir das mal an. Ey, hallo, meine Fresse. Guck mal auf das, les mal, was da steht. Ja, die Reichweite. Ja. 1086 Kilometer. Tankinhalt? Den Tankinhalt, ich habe ihn noch nicht endgültig aus den Informationen rauslesen können. Da fehlen noch ein paar Daten. Ungefähr, was denkst du? Ich denke, der hat so um die 40, 45 Liter. Okay, das heißt also, wir reden ja hier von echten 3,6 Litern. Sagen wir mal, einen Liter drauf, werden immer noch 4,6 für so ein Kombi. Dann sind wir schon recht realistisch, oder? Genau, das passt. So, und hier sehe ich also, was auch regeneriert wurde. Das ist das Spannende. Da, wo E steht, hier steht sogar dabei, das kann man abrufen, wie viel Kilometer man sogar regeneriert. Das sieht man. Das E ist nochmal was da steht in der Mitte? Also hier oben ist es erklärt, ein E sind 30 Wattstunden, die halt eben zurück rekuperiert wurden und nochmal in den Akku eingespeist wurden. Krass. Sag mal, die Leute, die müssen doch alle Elektrohybride bauen im Moment, oder? Aber irgendwie der Markt geht so entweder Elektro oder... Jetzt habe ich gesehen, Mercedes hatte jetzt auch einen E-Klasse-Hybrid, der aber... die kommen langsam in die Hybride, aber man weiß es nicht. Aber ihr bei Toyota, ihr setzt ja voll auf Hybrid, oder? Wir setzen voll auf Hybrid. Im Pkw-Bereich bei Toyota gibt es halt eben auch keine Diesel mehr. Ja, aber bei 3,6 Litern brauchst du ja keinen Diesel mehr, oder? Das ist definitiv so und... Wie gesagt, vom CO2-Ausstoß her und von den Stickoxid-Emissionen her liegen wir halt eben mit dem Hybrid super günstig. So, wir fahren durch Saarlouis. Saarlouis liegt im Saarland. Ihr seid 60 Jahre schon Autohaus. Richtig. Muss man sagen, dieses Jahr 60 Jahre. Und Toyota habt ihr seit fast dem Beginn von Toyota in Europa. Ja, wir haben Toyota seit 1980. Also jetzt auch schon eine geraume Zeit. Und ja, es ist eine gewisse Verbundenheit zu der Marke. Man hat die ganzen Anfänge mitbekommen mit relativ einfach gestrickten, preiswerten Autos. Und Starlet. Genau. Und hat dann so mitbekommen, wie sich Toyota immer weiterentwickelt hat und hat eben auch jetzt ein bisschen Vorreiter ist, was neue Antriebssysteme angeht. Umweltfreundlich, umweltverträglich. Das hat eben bei den Hybridmodellen einen Riesenvorteil. Ja, was toll ist, ich schwenke mal gerade nach hinten so ein bisschen durch. Wie liegen wir hier bei dem Auto, hier bei der Ausstattung? Haben wir einen Preis?
Also vom Preis her liegen wir hier schon in der Vollausstattung mit allem drum und dran bei ca. 39.000 Euro. Na gut, es geht ja noch. Also mit Leder, allem drum und dran. Ja, wirklich alles. Also ist die Aufpreisliste, die ist hier auch relativ kurz bei der Ausstattungsvariante. Einmal rauf und runter drin. So, jetzt gehen wir mal auf die Autobahn. Das Fahrzeug hat ein stufenloses Getriebe, stimmt das? Ja, man merkt das jetzt hier. Du merkst es sehr schön beim Beschleunigen. Also der hat keine Schaltübergänge. Du merkst nicht, dass der jetzt irgendwie eine Fahrstufe wechselt. Die Drehzahl wird halt eben linear angepasst. Das ist ein sehr gleichmäßiges Fahren. Fast langweilig. Nee, man hat nicht mehr dieses gibt's gar nicht, oder? Der Gummibandeffekt ist weg. Der ist bei dem Auto nicht mehr spürbar. Der Gummibandeffekt, sodass er im Prinzip ein bisschen ausholt und dann nochmal so einen Schlag gibt und so, das ist alles vorbei. Ist es witzig, diese Autos fahren, ich glaube, die fahren in Amerika wirklich als Taxis rum in New York. Ziemlich viele Toyotas sieht man da. Also ich war letztes Jahr selbst in New York und konnte halt eben sehen, wie viele Toyotas da rumfahren. Aber es ist halt eben nicht nur in New York. Wenn du mittlerweile nach München, nach Berlin, so in Großstädte fährst hier in Deutschland, ist auch ein unheimlich hoher Anteil an Hybridfahrzeugen von Toyota. Warte mal kurz, der ist auf der Autobahn jetzt elektrisch gefahren? Ja, ja, der fährt bis 115 Stundenkilometer stellenweise elektrisch. Es kommt halt eben immer auf den Ladezustand des Akkus an. Ich habe dich unterbrochen. So, das heißt, in Amerika hast du ganz viele Hybride gesehen? Ja, genau. Aber auch hier in Deutschland setzt sich das immer mehr durch. In den Großstädten wie zum Beispiel Berlin oder München sind halt eben auch sehr viele Toyota-Hybridfahrzeuge unterwegs. Ja, der Kombi, ihr habt auf den Kombi gewartet. Wie ist der Marktanteil vom Kombi zur normalen Limousine? Ja, ich denke, das war ungefähr einen Anteil haben von 40% am Kombi. Ja, die Leute kaufen überhaupt noch Kombis. Ja. Das heißt, man denkt ja, es werden nur noch SUVs gekauft, aber der Kombi hat enorme Vorteile. Straßenlage ist natürlich ganz anders. Fahrkomfort, Straßenlage, das Platzangebot, Kofferraum ist beim Kombi immer gigantisch groß. Das sind echte Vorteile gegenüber dem SUV. Für den SUV spricht halt eben die höhere Sitzposition, ne? Und dieses Sicherheitsgefühl in so einem großen oder hohen Auto. Ja, ist aber nur ein Gefühl. Also ich sag mal, das ist ja heute, ich meine, sind in dem Sinne keine Geländefahrzeuge mehr, sondern eher so Autos, wo man das Gefühl hat, man kann da auch mal über einen Feldweg fahren und so, aber wir reden da nicht von Geländeeinsatz. Ja, das ist generell so und ich glaube, ein Großteil der SUVs, die auf der Straße herumfahren, die haben auch keinen Allradantrieb, die haben lediglich Frontantrieb, also von daher sind sie halt eben auch vom Antriebssystem nicht im Vorteil gegenüber einem normalen Auto. Genau. Peter, 2019 haben wir jetzt. Du machst das Ganze schon sehr lange. Das Thema Hybrid, als das, ich glaube Anfang der 2000er, Ende der 1990er Jahre kam das? Es ging 1999 los mit dem ersten Hybrid. War natürlich vom Design her und von allem sehr gewöhnungsbedürftig. Der erste Prius. Stimmt, der Prius, der erste. Aber ja, also im Laufe der Jahre ist es halt eben auf die gesamte oder fast auf die gesamte Modellpalette ausgeweitet worden. Aber was das Krasse ist beim Prius, ihr habt noch Ur-Prius, die ihr noch betreut, gell? Ja, ja, wir haben noch tatsächlich noch zwei Prius 1 in Kundschaft, die halt eben immer noch vorbeikommen für ihre Wartungen etc. zu machen. Aber die Batterien waren schon kaputt? Ach, das ist überhaupt kein Thema. Die Batterien halten quasi ewig. Quasi. Wir lassen das quasi mal so stehen, nicht, dass der Peter irgendwann mal hier in die Garantie einspringen muss. Aber ihr habt wirklich Autos, die sind fast 20 Jahre alt und Batterien gehen immer noch. Die gehen immer noch, ja. Wir haben, wie gesagt, auch ein tolles System. Ich meine, so was die Garantien angeht, ist Toyota auch sehr großzügig. Also die komplette Hybridtechnik wird mit einer 5-Jahres-Garantie belegt. Fünf Jahre? Das heißt, alles, was damit zusammenhängt, kann man halt eben darüber absichern. Und es gibt halt eben die Möglichkeit, darüber hinaus von Jahr zu Jahr noch die Garantie auf die Hochvoltbatterie zu verlängern, immer für ein weiteres Jahr bis zum Gesamtalter von 10 Jahren. Zusammenfassend, ich habe ganz wenig Bremsverschleiß, also so typische Sachen. Eigentlich, wenn ich gut fahre, brauche ich überhaupt keine Bremsen neu machen. Bloß ab und zu, man muss gucken, gell? Ja, du merkst es halt eben. Ich meine, bei den meisten Hybridfahrern ist es so, da stellst du ein gewisser Ehrgeiz ein, für die Verbrauchswerte immer noch mal weiter zu drücken und je vorausschauender man fährt, je mehr man die Rekuperation nutzt, desto geringer ist halt eben auch der Verschleiß an Bremsen etc. So, die berühmte Saluja-Einfahrt. Ja, ihr habt immer mehr Kunden, die jetzt auch aus dem ganzen Südwesten kommen. Warum ist das so? Warum fahren die Leute 150 Kilometer zu euch? Ich denke, es ist ein Gesamtpaket. Es ist ein sehr guter Service, den wir bieten. Und wir haben halt eben
engagierte Mitarbeiter, die zum Teil schon sehr, sehr lange dabei sind, die sich halt eben sehr gut mit der Marke und mit dem Produkt auskennen. Und letztendlich, das ist halt eben immer ein wichtiger Punkt, die Preise stimmen halt eben auch. Das heißt, die Angebote, die wir hier machen können für Toyota, sind halt eben sehr gut. Prima. Ja, wir fahren zurück, das ist euer Autohaus. Rechts daneben habt ihr Kia neu gebaut, habt ihr so eine zweite Marke mit dazu. Toyota ist richtig euch ans Herz gewachsen seit nunmehr, ich lass mal rechnen, 10, 20, 30, fast 40 Jahren. Ja, genau. Das wird, also wie gesagt, 2020 ist dann Jubiläumsjahr Toyota. Da sind wir dann 40 Jahre dabei. Nächstes Jahr, gell? Nächstes Jahr, ja, genau. Und jetzt haben wir, dieses Jahr haben wir die, 60 Jahre Autohaus, ne? 60 Jahre Autohaus. Du selbst bist noch keine 60, gell? Nein, noch nicht ganz. Genau, das heißt, die Familie Klein, ihr rockt das Ganze so ein bisschen zusammen. Ihr seid in seinem Familienunternehmen. Jetzt willst du wissen, gell, mit dem Break. Ja. Komm, lass es sein. Nachher müssen wir den noch in die Karosseriewerkstatt. Das Problem ist ja immer, die Systeme funktionieren ja, aber wenn man es provozieren will, dann klappt es oft nicht. Ja, aber ich meine, das ist jetzt neu. Wir haben es jetzt auch das erste Mal im Auto drin. Und da testet man sich erstmal vorsichtig ran, bevor man was kaputt macht. Du kannst es ja mal testen mit ein paar Pappkartons erstmal, genau. Bevor du gegen deine eigene Fassade fährst, ja. Das wäre sinnvoll, ja. Aber es funktioniert im Zweifel, also muss ja sagen, wenn Toyota irgendwas verbaut, dann geht's oft, oder? Das funktioniert oder immer. Eigentlich immer. Sind sehr vorsichtig, was das angeht. Pass auf, wir steigen nochmal aus. Ich komme mit der raus, machen wir die Abmoderation. Hier haben wir natürlich, ich sag mal, Sitzheizung ist mit dran. Wir haben eine tolle Lederausstattung und so weiter. Da ging es jetzt weniger drum. Wir wollten einfach mal mitfahren, dass wir das haben. Warte, ich steig mal aus. So, der neue 2019er Corolla TS. Das TS steht ja nicht für Salat und Tomate, sondern da gibt es einen eigenen Begriff. Das ist ja eine Weltmarke und der Kombi heißt ja im Weltmarkt nicht Kombi, oder? Touring Sports. Touring Sports heißt das, damit wir das auch mal aufgeklärt haben. Du bist zufrieden mit dem Auto? Ja, absolut. Gerade von der Motorleistung her, 180 PS ist schon gut. Ist für den leistungsorientierten Fahrer schon vielleicht ein echtes Highlight. Das ist ja süß gesagt, der leistungsorientierte Fahrer, ja. Der ist da. Sag mal so, Erkennung der Kennzeichen hat er auch, dass er die einblendet? Die Kennzeichenerkennung. Ah, jetzt du meinst die Verkehrszeichen. Ja. Klar, die hat er auch drin. Ja. Und wird halt eben sowohl im Armaturenbrett als auch im Navi eingeblendet. Genau, damit man nämlich. Läuft hier oben, genau, du hast schon die Kamera, die gell? Kamera. Mhm. So. Ja, Abmoderation. Toyota Autohaus Klein, seit 40 Jahren Toyota nächstes Jahr und 60 Jahre dieses Jahr, kann man bedenkenlos kaufen. Die Garantien haben wir eben kurz erwähnt. Ihr mögt Toyota, habt eine ganz große Werkstatt, wie viele Bühnen habt ihr? Wir haben jetzt aktuell mit dem Neubau, den wir nebendran haben, 14 Bühnen. 14? Ja. Aber nicht ohne Grund, oder? Ja, wir haben halt eben viel zu tun. So. Und man findet euch in Saarlouis. Das Beste ist Probefahrten, am besten kurz vorher anrufen, oder? Ja, es ist immer gut, wenn man einen Termin vereinbart, dann läuft das Ganze entspannter ab. Dann muss nichts mehr vor Ort schnell auf die Schnelle vorbereitet werden, sondern Kunde kommt, Termin steht, Auto steht bereit, los geht's. Samstag seid ihr im Moment noch da bis um 13 Uhr. Da diskutieren wir gerade vielleicht eine Änderung. Sind wir gerade dabei, ich will aber jetzt nicht vorweggreifen. Ihr macht morgens wann auf, samstags? Um 9 ist der Verkauf geöffnet. Die Kollegen aus dem Service sind schon eine Stunde früher da. Wir sind schon ab 8 Uhr da, samstags morgens. Und die Woche über? Das ist eigentlich das Gleiche. Verkauf ist von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und die Werkstatt von 8 Uhr bis 17 Uhr. Ja, Peter Dämmerle für Toyota Autohaus Klein aus Saarlouis. Danke, Peter.